Grüß euch, ich bin der Donickel von Donickel und die Weißwürstel und hab noch einen Weißwürstel mitgebracht. Ja, grüß euch, gut habe ich dir. Servus, ich bin der Roger aus Kambodscha. Bin auch direkt aus Kambodscha, aber einen weiten Weg her gehabt, bin aber jetzt endlich da. Insgesamt sind wir 7 Leute, 7 Musiker auf der Bühne, insgesamt so 14 Leute, die jetzt von Stadt zu Stadt reisen. Oh, eigentlich ganz verrückt. Also wir haben studiert, wir haben uns in der Uni getroffen, komischerweise beim wissenschaftlichen Bibelseminar im Katholisch-Theologie-Studium. Der ist hinter mir geguckt und hat lauter Faxen gemacht und habe gedacht, ja, der ist super. Und verrückterweise beim Wettbewerb gewonnen, wie es manchmal so losgeht. Und ab da haben wir aber gesagt, wir machen alles selber. Also keine großen Plattenfirmen, bis auf mal kurz zur Fliegerlied-Zeit. Aber sonst immer alles selber gemacht. Von Idee bis Studio bis wirklich Vertrieb. So eine große Familie, die sich um alles gekümmert hat. Und ich glaube, das hat es ausgemacht, dass wir nach 10 Jahren immer noch viel spielen und einfach wir selber sind. Kinder sind halt einfach das ehrlichste Publikum, das man sich vorstellen kann. Also ein Kind wird niemals aus Anstand irgendwie klatschen oder so und sagen ganz nett. Ein Kind wird sich umdrehen und in die Hüpfburg gehen. Kinder sind grausam. Und also Kinder und Menschen mit Behinderungen sind eigentlich mein liebstes Publikum, weil die einfach direkt das Feedback geben und wenn du auf der Bühne geil bist und die mitreißen kannst und anpacken kannst und dann machen die mit und geben dir unwahrscheinlich Energie wieder zurück. Wir machen halt eine ganz neue Musik für Kinder. Das gibt es jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht so nur ein zweites Mal. Wir haben ganz viele Reggae-Einflüsse, Rock, Pop, Latin-Einflüsse. Das gibt es jetzt so im klassischen Kinderlied-Ensemble. Kennt man das, glaube ich, nicht so. Und auch in den Texten, die kommen halt schon aus dem heutigen Alltag so, also die Kinder sollen sich in den Texten einfach wiederfinden. Da geht es auch mal um Arbeitslosigkeit oder einfach mal um Klamotten. Ausländerfeindlichkeit oder sowas. Und ich wüsste eigentlich nicht noch andere große Kindermusikbands, die sowas zum Thema bringen. Leider ist ja in der Kindermusik heutzutage immer noch ganz viel tabuisiert. Also man redet da nicht über ganz viele Themen. Und wenn Erwachsene oder Jugendliche nur das Wort Kindermusik hört, denken sie, oh, irgendwas mit Bienchen und Blümchen und wir haben uns alle so lieb und so heile Weltgetue. Was ja leider auch viel gibt in der Kindermusik. Ja. So praktisch das, was irgendwie Musikantenstadel ist oder Florian Silbereisen und sowas gibt es ja in der Kindermusik rauf und runter. Und ganz oft ist eben nur so, dass leider so der Massenmarkt in Kindermusik ist ja irgendwie ganz billig produziert am Keyboard, am Computer, ganz schnell, weil es ja Anführungszeichen nur für Kinder ist. Und das haben wir halt irgendwann total gefressen gehabt, dass das irgendwie alles nur billig und einfach sein muss und schnell und lieblos, weil es doch nur für Kinder ist. Und wir haben uns gedacht, Kinder haben auch einen Robbie Williams, einen Shaggy, irgendwelche Punkbands. Erwachsene haben das, was sie geil finden und können sich aussuchen. Und Kinder kriegen ja immer, ja, entweder hören sie das, was die Eltern hören, adaptieren die Hörgewohnheiten der Erwachsenen, aber kriegen dann meistens irgendwie Best of Schlümpfe gesungen von irgendwie auf irgendeinem Supermarkt-Sampler für 3 €. Und wir haben gesagt, nee, so unser Kampfslogan damals vor 10 Jahren jetzt, war raus aus dem Keller der Kulturhierarchie. Und da waren wir so die großen Kämpfer und gesagt, wir wollen so das Genre Kindermusik komplett entstauben, frischen Wind reinbringen. Und es gibt mittlerweile total viele Kindermusikbands. Also es gibt da wirklich eine große Szene, die immer größer wird und sehr viele Gemeinden, die sagen, ja, wir machen jetzt was für Kinderkultur und ist halt nicht nur der Kasperl oder der Zauberer. Berühmt hat es uns, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, dass das Lied berühmt ist mittlerweile. Es gibt es ja wirklich in der ganzen Welt und in Südafrika hat es Gold gehabt, bevor die Belegplatte bei mir war und so Geschichten, was ja abgefahren ist. Und dass wir als Kindermusikband plötzlich auf MTV oder irgend sowas waren. Das war schon total durchgeknallt. Aber wir sind ja geblieben. Also wir haben ja schon so das eine oder andere gute Angebot eigentlich gekriegt und haben gesagt, ne, wir uns werdet ihr nicht im Ballermann sehen und werdet es nicht Après-Ski sehen. Bier zählt nur, wenn es ein Kinder
Kindernachmittag ist. Sonst machen wir das alles nicht. Und wir wollen auch keine Großraumdiskotheken bespielen in der Nacht um zwei vor vielen Angetrunkenen. Da hätten wir sicher das große Geld gemacht oder was auch immer. Aber wir wären nicht mehr wir gewesen. Wir sind ja Pädagogen, wir haben das studiert. Und wir sind ja selber so Kinder im Herzen. Deswegen machen wir das. Wir tun weiter, bis mein Zivi mich reinschiebt und ich schieb. So. Nee, ich hoffe, dass wir das noch lang machen dürfen. Also gesundheitlich ist es schon hart, was wir machen. Das ist ein richtiger harter Rock'n'Roll. Also zwei Stunden Ohnegel-Konzert ist, glaube ich, nicht nur fürs Publikum, sondern auch für uns Hochleistungssport. Also wir sind ja alle wirklich, wir machen viel Sport und essen total gesund. Deswegen nur Bio-Essen so im Catering. Geht gar nicht anders, würden der Sportler auch so machen. Und wir wollen nur noch ganz viel Musik machen, also ja nicht irgendwie normale Erwachsenenberufe, sondern wir sind so dankbar, dass wir das machen dürfen. Ich kann nur als Abschluss kann ich nur sagen, traut euch einfach was, traut euch zu musizieren. Also ich persönlich habe nie Gitarre spielen gelernt, auch nie singen gelernt. Ich bin da irgendwie mit dem Donickel da in die Band gestoßen und haben da gleich einen Mord Spaß entwickelt. Und das ist da nicht von Anfang an, war jetzt nicht so das Wichtigste, dass man das jetzt alles so perfekt kann. Und umso mehr man singt und umso mehr man Gitarre spielt, umso besser wird man auch. Und ich kann da nur jeden ermutigen, musiziert, singt und es hört sich immer schöner an und habt dann Spaß am Leben. Genau, also einfach ein bisschen Computer ab und zu ausschalten, echte Instrumente nehmen und wieder nicht nur irgendwelche Castingshows sich erhoffen, ich werde mal erfolgreich, sondern einfach sich Gitarre schnappen, in Fußgängerzone setzen. Habe ich gemacht, war überall unterwegs mit Gitarre. Roger war auf Kambodscha, war in sämtlichen Ländern nur mit Gitarre unterwegs. So lernen wir Leute kennen. Und das verbindet, und Musik ist die Sprache der Liebe.